täglicher Fußballstart in den Tag. Ja, Premiere für uns, ne? Hier? Ja, gerne. Sie dürfen gerne so stehen bleiben, Herr Eber. Ich glaube, das passt ganz gut. Vielleicht rücken Sie noch ein Stück näher zusammen. Ich noch da? So ist alles super. Also Premiere für uns. Normalerweise sind wir am 8. Stock zu Hause. Heute das erste Mal auch mit Publikum live, Stammplatz. Und unsere Community, die heißen Stammis. Ne? Und ich habe mich immer gefragt, so unsere Stammis, wie sehen die aus? Marcel Reif, Rudi Völler, so habe ich mir das vorgestellt, ehrlich gesagt. Ne? Also sehr, sehr schön. Premiere ja auch für Sie beide. Ne? Das erste Mal als Verantwortliche im Pokalfinale. Ja, wenn wir jetzt mal überlegen, was ist das morgen für ein Spiel? Da spielt RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt. Man könnte auch sagen, es geht darum, wer nach Titeln die Nummer 2 und die Nummer 3 in Deutschland wird. Herr Krösche, Nummer 2 Eintracht Frankfurt in Deutschland, wie klingt das für Sie? Ja, hört sich gut an, würde ich jetzt nicht ablehnen. Ne? Ich meine, ja, ich glaube, dass wir gerade auch im letzten Jahr natürlich unheimlich viel erreicht haben mit der Europa League und dass wir natürlich im zweiten Jahr direkt ein Finale hintereinander spielen, ist natürlich für Eintracht Frankfurt und für uns alle natürlich eine super Geschichte. Die Leipziger haben es ähnlich. Letztes Jahr den Pokal geholt, jetzt wieder im Finale. Von daher wird es ja, ein spannendes Spiel, wer das zweiten Titel im zweiten Jahr holt. Herr Eber, wie optimistisch sind Sie denn, dass sich morgen Ihr großer Wunsch erfüllt, endlich was Blechernes in der Hand zu haben? Ich wusste gar nicht, dass dieser Ausdruck so deutschlandweit verbreitet ist mittlerweile. Da haben Sie für gesorgt, ja, tatsächlich. Genau, ich habe es oft genug gesagt. Ja, und jetzt bin ich hier und jetzt habe ich die Chance tatsächlich. Und ich freue mich extrem drauf. Ich muss sagen, ich genieße das alles gerade sehr. Ich saug das alles auf, weil es für mich ja zum ersten Mal ist. Für meine Leipziger Kollegen zum vierten Mal in 5 Jahren. Für mich zum ersten Mal. Und ja, natürlich, also wir spielen am Bolzplatz. Wir wollen Fußball spielen, um Titel zu gewinnen. Und das würde ich jetzt gerne auch mitnehmen morgen. Sind wir schon zu zweit. Haben Sie sich eigentlich schon bedankt? Also ich meine, Herr Krösche hat Ihnen ja eine überragende Mannschaft dahingestellt. Das ist ja Wahnsinn. Ja, ich sage ja, Markus steht mit 2 Mannschaften im Finale. Ja. Der kann nur gewinnen. Und Sie sind so traurig, dass Sie so gute Transfers gemacht haben in Leipzig? Nein, ich meine, letztendlich habe ja nicht nur ich die Transfers gemacht, sondern letztendlich macht ja die mal einen Club und mit allen Mitarbeitern zusammen. Ich glaube, dass Leipzig eine sehr, sehr gute Mannschaft hat. Aber wir haben auch eine gute Mannschaft. Und von daher haben wir 2 gute Mannschaften. Ja, rund 60.000 Frankfurter, so hört man, sollen in der Stadt sein. Ist das das große Fund der Eintracht, die Fans? Ja. Also das muss man schon sagen. Ich glaube, dass unsere Fans außergewöhnlich sind. Nicht nur was die Reisefreudigkeit angeht und was die Kreativität angeht, sondern letztendlich was auch die Lautstärke und der Enthusiasmus ist. Und das ist, glaube ich, einmalig und außergewöhnlich. Und sie werden morgen dieses Spiel zum Heimspiel machen. Das ist mal klar. Und auch in der Stadt. Ich habe schon sehr, sehr viele Adler gesehen, die an Wände gestrahlt wurden. Sogar ans Brandenburger Tor habe ich gesehen. Von daher sind wir auf einem ganz guten Weg. Haben Sie schon eine Red Bull-Dose am Brandenburger Tor gesehen, Herr Eber? Nee, Markus kann gerne den Adler ans Brandenburger Tor nageln. Wir holen den Pokal. Man muss ja auch ehrlicherweise sagen, also so richtig klein machen muss sich RB dann nicht mehr. Ne? Der Anbieter Epinio, der hat in der vergangenen Woche eine Umfrage unter Fußballinteressierten in Deutschland gemacht. Kamen 2 Sachen raus. Erstens, RB ist im Osten des Landes der beliebteste Bundesliga-Verein, 18%. Tatsächlich noch vor Bayern und dem BVB, die kamen bald auf 17%. Und zweitens, im Osten drückt man RB mehrheitlich die Daumen. 55%, muss dann fairerweise dazu sagen, Frankfurt im Westen 63%. Ne? Also, ja, ist schon so ein bisschen verteilt. Merken Sie das, Herr Eberl, dass sich die Stimmung gegenüber RB Leipzig so langsam ein bisschen verbessert? Also ich vermute, die Ultras werden sie nie einsammeln können, der anderen Vereine, aber wenn man gute Leistung zeigt in der Bundesliga, international, viele Spieler hat, mit denen sich auch junge Leute identifizieren können, bringt es was? Ich glaube, Markus hat es ja auch kennengelernt, dass RB Leipzig wirklich ein Verein ist, der super spannend ist. Wie es gerade angesprochen wurde, bei den Ultras, bei den Lautesten natürlich verhasst ist. Aber ich glaube, im Rest in Deutschland schon sehr, sehr beliebt ist, weil eben die Kinder, die Jugendlichen, die wollen Fußball spielen, die wollen guten Fußball sehen, die wollen attraktive Spieler sehen, spannende Spieler sehen. Die gibt es bei RB Leipzig die letzten Jahre schon immer. Natürlich einen kometenhaften Aufstieg in den jungen Jahren. Und deswegen ist es für mich nicht ganz überraschend, weil die Identifikation mit Vereinen, das merken wir auch bei unseren Kindern, NFL ist ein ganz großes Thema, NBA ist ein ganz großes Thema, müssen in der Bundesliga aufpassen, dass wir da weiter gut dabei bleiben. Aber sie wollen einfach gute Spiele haben, spannende Vereine, spannende Spiele. Und dadurch, dass Leipzig eben so attraktiv spielt, so oft auch in Finals steht, sind sie natürlich auch bei den Jugendlichen sehr, sehr beliebt. Haben Sie eigentlich gesehen, was Kevin Campbell letztes Jahr nach dem Pokalsieg gemacht hat? Ich hab's gesehen. Ja, Red Bull getrunken aus dem Pokal. Also ich war letztens bei Ihnen im Stadion. Vorräte sind genug da, kann ich sagen, auf jeden Fall. Ist das was für Sie? So, ne? Das erste Mal was Blechernes und dann auch noch was zu trinken? Also Red Bull schmeckt gut, aber ich glaube, ich würde was Alkoholisches trinken. Aus dem Pokal aber dann auch?
woraus auch immer, Hauptsache, nochmal, wir haben den Pokal noch gar nicht. Ich kann nicht sagen, Fall, was, das Fall ist. Ich wollte gerade sagen, ich wollte schon eingreifen. Ich wollte schon verteilen. Haben Sie Appleboy eingepackt? So, können Sie ja was abgeben dann auch an den E-Ball? Appleboy? Ja. Ja, wenn er es trinken will, klar. Ja, wir müssen uns schon irgendwie entscheiden. Also aus dem Pokal trinken oder nicht, für beide ja? Ich kenne es noch nicht, ich mache es ja zum ersten Mal. Wie war es im UEFA Cup? Wie war das? Wir haben draus getrunken. Appleboy getrunken. Nee, was anderes. Okay, also scheint ja so ein bisschen Einigkeit zumindest da zu sein. Haben Sie sich auch schon geeinigt, wer den Job bei den Bayern macht? Also ich, der Elefant stand im Raum. Also ich wollte jetzt... Nee, du fängst an. Du hast eine Bayern-Vergangenheit. Ich möchte gerne mit Herrn Krösche. Wir fangen mit Herrn Krösche an, würde ich sagen. Also, ich sag mal so, Sportvorstand bei Bayern München hört sich ja erstmal ganz gut an. Können Sie denn ausschließen, kannst du schon mal so fragen, können Sie ausschließen, innerhalb der nächsten 12 Monate Sportvorstand bei Bayern München zu werden? Warum sollte ich das überhaupt mich damit beschäftigen? Weil es gibt überhaupt gar keinen Kontakt. Von daher ist, stellen sich ja diese Fragen nicht. Sie können natürlich auch darüber nachfragen, eine Spekulation. Und diese Spekulation macht relativ wenig Sinn, weil letztendlich mein Fokus ist Eintracht Frankfurt. Aber Sie wissen, es interessiert schon extrem viele Leute. Und ich weiß. Sie kennen ja unsere Eintracht-Reporterin Ulrika Sickenberger. Ne? Mhm. Die hat bei uns im Podcast in dieser Woche gesagt, der Krösche, der hat bei Transfers so eine Trüffelnase. Ne? Jetzt stellen Sie sich mal vor, was man mit dem Budget von Bayern München alles rausholen kann. Nein, also wie gesagt, ich fühle mich total wohl in Frankfurt. Wir haben eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit jetzt schon gehabt und wir werden auch noch eine erfolgreiche Zeit zusammen haben. Ja, man hört ja, es gab Anfragen aus den Niederlanden, Spitzenclubs aus der Premier League. Dann gibt es aber auch was aus dem Aufsichtsrat, da sagen die, es gibt keine Ausstiegsklausel bei Markus Krösche. Wollen die sie nicht gehen lassen oder... Ich glaube einfach, wir sollten, ich meine, das interessiert natürlich viele, vielleicht auch Sie auch, aber total. Es sind auch viele, viele Spekulationen dabei und es macht keinen Sinn, immer alles zu kommentieren. Das habe ich auch in der Vergangenheit nicht gemacht, werde ich jetzt auch nicht machen. Wie gesagt, ich fühle mich sehr wohl bei Frankfurt und wir haben noch sehr viel vor. Also klassisch Frankfurterisch stand jetzt nicht. Nee, das Wort habe ich nicht genutzt. Herr Eberl, ich frage Sie auch, ist klar, oder? Also im vergangenen Jahr saß Oliver Minzlaff hier bei Walter Straten. Der wurde gefragt, wie sieht's aus, Max Eberl zu RB? Hat er gesagt, kann ich ausschließen. Sie können es besser machen jetzt hier bei uns. Also, ja, aber tatsächlich. Ich frage mal so, haben Sie in den letzten Monaten schon mal bereut, dem Ruf von Herrn Minzlaff gefolgt zu sein und nicht noch ein bisschen zu warten? Nein, aber das habe ich ja auch immer wieder betont, dass es für mich so Wunschziele gab, als ich dann letztes Jahr krank war und viel Zeit hatte, auf der Welt unterwegs zu sein. Dann macht man sich Gedanken, wo möchte man wieder arbeiten, wo ist ein Verein, wo es spannend ist. Und da war RB einer dieser Vereine, allerdings Bayern München auch, das muss ich fairerweise sagen, das habe ich auch ganz offen kommuniziert. Aber es war eben auch RB Leipzig und deswegen ist es für mich jetzt das, was Markus gerade sagt. Wir werden konfrontiert mit einem Journalisten, der in einer Runde sitzt und ein Thema raushaut. Und es gibt keinen Kontakt, es gibt kein Treffen. Und wir es gab müssen, kein Treffen? Nein, und wir müssen dauernd alles kommentieren. Das ist halt die Thematik, in der wir leben. Aber die Fakten ist einfach so, dass ich kann es mir von meiner Seite sagen, kein Kontakt, kein Treffen. Und dementsprechend stellt sich das Thema gar nicht. Und wenn so ein Anruf aus München kommt, gehen Sie ran? Wenn Uli anruft, gehe ich ran, weil wir sehr häufig telefonieren, ja. Ah, verstehe. Also, auch das ist kein Geheimnis. Also Sie könnten jetzt nochmal alle RB-Fans beruhigen und sagen, ich bin auf jeden Fall bis zum Ende der Vertragslaufzeit bei Leipzig. Also wir sind schnell, 8. Stock, die Info geht sofort runter, ganz Deutschland kriegt das direkt mit, auch an der Seemannstraße, gibt keine Aufsichtsratssitzung mehr, keine Vorstandssitzung. Eberl hat abgesagt. Ja? Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass der Verein mich rausschmeißt. Denn die Aussage kommt bis 2026, das ist nicht in meiner Hand alleine. Fakt ist, dass ich einen Vertrag habe, Fakt, dass ich da jetzt angefangen habe und ich wüsste heute nicht, was dazu beitragen soll, dass ich nicht am Samstag die nächsten Monate in Leipzig auf der Bank sitze oder auf der Tribüne, besser gesagt. Wir nehmen das mit und sagen, Uli Hoeneß, er soll das bitte mit Oliver Minzlaff klären. So. Also. Ich denke, Sie haben guten Kontakt. Ich denke, ja gut, Oli Kahn ist ja... Ja. Ich würde sagen, damit reicht es jetzt auch mit der Bayern-Thematik. Wir kommen zurück zur Aktualität. Im Olympiastadion treffen morgen zwei richtig gute Fußballmannschaften aufeinander. Gibt ja auch, würde ich schon sagen, jeweils einen Star in der Mannschaft. Herr Eberl, Christoph Nkunku, ne? Der hat ja in der Zeit, in der er wieder fit war, eine richtig starke Saison gespielt. Ne? Sie haben gesagt, für Sie eigentlich der Torschützenkönig. Ich glaube, sieht Niklas Füllkrug ein bisschen anders. Der hat auch viele Spiele verpasst. Wechselt im Sommer zum FC Chelsea. Also ist bis jetzt immer noch nicht offiziell bestätigt, aber seit einem Jahr wird es quasi berichtet. Wie doll tut sowas weh? Und erstmal, wie doll tut sowas weh? Fangen wir damit mal an. Es tut immer weh oder anderem, es täte immer weh, wenn Spieler den Verein verlassen, gerade solche Unterschiedsspieler. Ja. Und Christoph Nkunku, kennt Markus auch, ist ein Spieler, der wirklich den Unterschied ausmachen kann
hat uns sehr, sehr wehgetan. Wir haben vorher in der Talkrunde mit Rudi und Herrn Straten gehört, was wäre gewesen, wenn unser Kader komplett zur Verfügung gestanden hätte. Ich glaube, dann hätten wir auch richtig in diesen Zweikampf einschreiten können und den Dreikampf draus werden lassen. Dementsprechend täte es weh, wenn solche Topspieler den Verein verlassen. Wir haben für uns gesagt, wir wollen Champions League erreichen, haben wir geschafft. Wir wollen im Pokal das Finale gewinnen, das versuchen wir. Und danach werden alle Personalentscheidungen fallen. Ja, und dann spielt Christopher Nkunku nächste Saison nur gegen Luton Town, weil kein Euroleague, kein Champions League. Haben Sie schon mal versucht, den nochmal zu überzeugen? Wenn es so wäre, dass er geht, dann würde ich ihn versuchen zu überzeugen, ja. Okay, also es ist noch nichts fix und sehen Sie noch eine Chance? Morgen möchte er spielen, morgen möchte er Tore schießen, das ist das, auf was es gerade kommt. Wir fragen auf jeden Fall nach dem Pokalfinale nochmal. Absolut, absolut. Ist denn Christoph Baumgartner von der TSG Hoffenheim einer, der helfen kann, den zu ersetzen? Spannender Spieler. Er ist ein spannender Spieler, ja. Und Merkel, da weißt du doch, was los ist. Absolut, ja. Herr Krösche, so, wir schätzen so 60 Millionen, ne? Wir schätzen ja immer bei Christopher Nkunku. Was kostet ein Kolomoani? 100? Ist das realistisch? Nee, wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt irgendwie kein Preisschild vergeben, weil wir einfach mit ihm planen. Ich meine, er hat jetzt natürlich das sehr, sehr gut gemacht, war sehr erfolgreich, hat viele Tore auch erzielt in der Bundesliga. In seinem ersten Jahr ist es nicht so ganz einfach und trotzdem hat er es herausragend gemacht, hat auch gerade nach der Weltmeisterschaft eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen, ist ein richtig guter Junge, der lernen will, der auch sehr bescheiden ist, der auch genau weiß, was er hat. Von daher planen wir ganz klar mit ihm. Wir wollen ihn nicht verkaufen, ist nicht unser Ziel. Also lieber Kolo statt Kohle. Wenn Sie das Wortspiel nehmen wollen, sehr gerne, ja. Ja, ich meine, mit 100 Millionen könnte man eine Menge machen mit der Trüffelnase, ne? Ja, nee, aber es geht ja, grundsätzlich ist es ja so, dass wir auch sportlich erfolgreich sein wollen. Und wir Randall, ich glaube, hat auch eine gute Entwicklung genommen, aber glaube ich, kann auch den einen oder anderen Schritt gehen, den glaube ich, und es ist extrem wichtig auch, dass er jetzt dann auch ein Jahr das kennt. Er kennt dann Frankfurt, er kennt die Abläufe. Und dann kann er nochmal einen großen Sprung machen. Sicherlich hat er eine große Karriere vor sich, definitiv. Aber hat noch ein paar Sachen, die er lernen muss. Und die kann er ganz gut in Frankfurt machen. Ja, der Spieler selbst hat sich auch zuletzt geäußert. Ich zitiere das mal. Es kann sein, dass noch eine Saison hinzukommt. Es besteht die Möglichkeit, dass ich bester Torjäger der Bundesliga werden kann. Tja, sagt er. Könnte auch bei Bayern München übrigens. Nee, bei Eintracht Frankfurt passt das, glaube ich, schon ganz gut. Würden Sie ihm denn die Nummer 9 bei Bayern München zutrauen, Herr Eberl? Das ist nicht meine Frage. Na, ich glaube, dass Kolo Muani ein Top-Transfer von Markus war, ablösefrei den Spieler zu bekommen. Ich finde es mal witzig, dass dieser Spieler, der ablösefrei ist, vor einem Jahr jetzt eben vielleicht ein Preisschild hat, wenn überhaupt verkauft werden will, was außergewöhnlich ist. Den Spieler gab es vor einem Jahr ablösefrei. Da haben aber wenige scheinbar den Mut gehabt, diese Spieler. Da sind wir wieder bei der Trüffelnase. Die haben wenige den Mut gehabt, vielleicht diesen Kaderplatz zu vergeben, den Mut zu haben, diese Spieler dann zu setzen. Und jetzt sprichst du halt über andere Preise. Aber das ist einer, der Stürmer ist in Deutschland, vielleicht auch in Europa, der ein sehr, sehr großes Potenzial besitzt und auch für einen der größten Vereine in Frage kommt. Also ich glaube, das ist auch kein Geheimnis. Herr Krösche, eine Frage noch zur Zukunft. Wann stellen Sie einen neuen Trainer vor? Ja. Das wird dann nach dem Finale passieren. Also wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf das Finale zusammen mit Oliver, dieses Finale zu gewinnen und wie gesagt den zweiten Titel in 2 Jahren zu holen und dann werden wir uns mit der Zukunft danach beschäftigen. Sitzt Dinos Hottmüller dann schon auf der Tribüne hier in Berlin? Wir werden uns mit der Zukunft danach beschäftigen, ja. Machen wir. Zum Schluss noch die Tipps fürs Finale. Also ich würde sagen, hey, weil Sie fangen an. Packt RB den Pokal direkt wieder ein? Wie sieht's aus? Das ist eher eine rhetorische Frage. Was soll ich? Natürlich packen wir den Pokal wieder mit ein. Haben Sie einen Ergebnistipp? Ich bin ganz schlecht im Tippen. Ja, aber, das Ergebnis ist auch egal. Für die Zuschauer soll 5-4 ausgehen. Herr Krösche, ich glaube, welcher Bruder schlägt morgen den Ball lang? Was machen wir? Nee, ich glaube, dass wir bei der Eintracht können eigentlich immer nur Drama. Ja. Von daher wird es also wahrscheinlich wird's lang, es wird intensiv, es wird wahrscheinlich sehr, sehr spannend werden. Und dann nehmen wir den Pokal mit nach Frankfurt. Elfmeterschießen? Zumindest habe ich mir nichts anderes vorgenommen danach. Ja, das ist schon mal ganz gut. Vielleicht dann ja am Sonntag eine Feier auf dem Römer. Ja, vielen Dank, dass Sie die ersten Live-Gäste von Stammplatz waren. Hat mich sehr gefreut. Und wir machen bei uns im Podcast immer den Deckel drauf. Machen wir jetzt auch. Dankeschön. Ja, danke. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.